Eine Frage an den Kapitän Sebastian Rode. Es gab ja jetzt einen offenen Brief der Mannschaft an die Fans, wo es heißt, wir spüren eure Energie. Schätzungen zufolge wird es etwa 50.000 Frankfurter morgen in der Stadt geben, dann nochmal 50.000 im Stadion beim Public Viewing. Gibt es irgendwelche Überlegungen, nochmal diese Energie abzugreifen, abzurufen? Also, weiß nicht, Livestream, Webcam aufrufen vom Römer, sich nochmal den Fans zeigen vom Hotel? Irgendwelche Überlegungen? Nein, ich denke, wie bei den letzten Auswärtsspielen auch, werden die ein oder anderen Videos auch zu uns ins Teamhotel kommen. Und ja, so müssen wir vom Hotel aus diese Stimmung in der Stadt aufsaugen. Und ja, jeder ist eh schon heiß auf den morgigen Abend. Und wenn man jetzt das Stadion live gesehen hat, wird es auch eine grandiose Atmosphäre werden. Herr Glasner, als wir das letzte Mal in dieser wunderschönen Stadt saßen, ist noch gar nicht so lange her, da haben Sie erzählt vom Anflug auf diese Stadt und dass Sie das Gefühl haben, dass in dem Moment diese Europapokalsaison nochmal so richtig losgeht mit all diesen Emotionen, mit diesen Gefühlen. 2 Monate später sitzen wir hier im Finale. Mit was für Gefühlen haben Sie heute im Flieger gesessen, im Anflug auf Sevilla? Ja, diese Europa-League-Gefühle sind seit 2 Monaten eigentlich nicht mehr weggegangen, sondern die sind immer größer geworden, immer größer. Und heute bin ich mit sehr großem Stolz auf die Spieler, was sie geleistet haben in diesen 2 Monaten, und mit sehr großer Freude auf das Endspiel morgen hier angereist. Und ist alles planmäßig verlaufen. Abschlusstraining ist nochmal sehr positiv verlaufen. Gute Stimmung im Training. So eine gute Mischung aus Konzentriertheit, Fokus und Lockerheit. Und deswegen bin ich hier sehr entspannt mit großer Freude angereist. Herr Glasner, eine Frage auch an Sie. Es ist ja offensichtlich, dass Sie vieles an den Abläufen versuchen beizubehalten, wie bei den anderen Spielen auch. Aber vor so einem Finale, was ist explizit anders? Wo müssen Sie vielleicht auch nochmal anders auf die Mannschaft einwirken? Vielleicht auch nochmal so ein bisschen aktiv eine gewisse Lockerheit vermitteln? Gibt es sowas in Ihrer Herangehensweise oder ist alles dasselbe wieder vor? Nein, es ist nicht alles dasselbe, weil die Pressekonferenz ist deutlich später wie sonst. Wir sind am Platz gegangen, ist anders wie sonst. Also es ist nicht so, und als das Abschlusstraining, wir hätten den Slot jetzt um 19.30 Uhr bekommen, und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir irgendetwas Geheimes machen wollten, sondern wenn ich dann bis wir wieder im Hotel sind, dann ist das Abendessen um 22 Uhr, und ich denke einfach, ich hoffe, es geht nicht nur mir so, wenn ich um 22 Uhr esse, dass ich relativ nicht so gut schlafe, und das war der Grund dafür, also deswegen, und alles andere, das mache ich auch immer abhängig, ich beobachte die Spieler, ich schaue und mache mir Gedanken, was braucht es, wenn ich heute das Training gesehen habe, dann denke ich nicht, dass ich jetzt groß Lockerheit vermitteln muss, vielleicht ist morgen anders, vielleicht muss ich morgen, auch wenn es mir zu locker wird, vielleicht wieder ein bisschen mehr anziehen, aber das ist immer so, beobachten kann ich heute sagen, welche Worte ich dann morgen genau 1,5 Stunden oder 2 Stunden vor dem Spiel an die Mannschaft richte, sondern das ist immer, machen wir natürlich Gedanken, haben ein bisschen was vorbereitet, aber ist dann auch immer abhängig. Mittlerweile kenne ich die Spieler auch schon ganz gut, wir haben ziemlich viele Stunden verbracht miteinander, und dann entwickelt man auch ein Gefühl, was sie brauchen, und vielleicht brauchen sie auch gar nichts, weil ich denke, wie Sebastian gesagt hat, jeder ist heiß aufs Finale.